Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Angela Hoffmann. Sie ist Coach und Speakerin und mit ihr sprechen wir über das Thema Klarheit. Frau Hoffmann, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Hatten Sie eine gute Anreise? Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie heute... Danke, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch sehr. Schön, dass Sie da sind. Sie unterstützen Menschen durch Selbstmanagement und klaren Fokus, ihnen dabei zu helfen, sich besser im Berufsleben orientieren zu können und sozusagen auch zum High Performer zu werden, also gute Leistungen zu bringen. Warum ist es so wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch zu lernen, wo sind vielleicht meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Ja, sehr gute Frage. Und da möchte ich gleich ein ganz bisschen ausholen. Und zwar ist es ja einfach so, wenn wir auf die Welt kommen, werden wir ja schon im Mutterleib geprägt durch so ganz bestimmte Dinge. Und jetzt kommen wir auf die Welt und ja, man kann sich das so vorstellen wie so eine Tasse oder ein Gefäß. Und dieses Gefäß wird ja gefüllt durch die Menschen, die einfach mit uns permanent umgeben sind. Also durch Mama, durch Papa, Oma, Opa, je nachdem, wie auch, ich sag mal, die familiäre Stellung ist. So wird ja das Kind gefüllt. Und so haben wir ja unsere Weltansichten. Und das nehmen wir einfach immer mit. Und weil wir ja in den ersten Lebensjahr einfach nicht die Möglichkeit haben zu sondieren, das ist gut oder das ist schlecht, nehmen wir einfach alles erstmal mit auf. Und so funktioniert dann halt auch hinterher unser System. Ja, also wir bauen einfach darauf auf. Und alles das, was wir gesagt kriegen, speichern wir in den ersten 7 Lebensjahr einfach ungefiltert bei uns ab. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das vielleicht nicht so die richtigste oder die schönste Wahrnehmung ist, das können wir gar nicht rausnehmen, aber das tragen wir halt unser Leben lang in uns. Und umso älter wir werden, kommen ja immer andere Personen dazu, die uns, ich sage mal, beeinflussen und in unserer Entwicklung auch bestärken. Und dann kommt es natürlich, wenn wir dann irgendwann ins Berufsleben einsteigen, passiert dann eins, wir werden mit anderen Dingen konfrontiert. Und dann kommen Dinge hoch, wie vielleicht gab es in der Schule mal das Thema Mobbing. Ja, und dann kommt das wieder hoch, dann hat man vielleicht einen Chef oder eine Chefin, die sehr autoritär ist und man wird sofort durch diese Person getriggert, obwohl die einem überhaupt nichts getan hat, weil man vielleicht eine Lehrerin hatte, die die gleiche Aussprache hatte, die gleiche Brille, so Kleinigkeiten. Und dann kann das schon sein, dass man halt nicht wirklich performen kann, obwohl man das eigentlich könnte, wenn man halt genau durch diese undienlichen Dinge einfach in seinem Leben total beklemmt ist, eingeschränkt ist. Ja, und deswegen ist es so wertvoll, sich auch damit wirklich zu beschäftigen, auch mit sich selbst da mal zu gucken, wo vielleicht das eine oder andere noch besser gemacht werden kann. Ja, es sind so Glaubenssätze, ne? Die genau. Man dann mit sich rumträgt und, genau. Und davon ausgeht, so ist die Welt. Ein ganz zentraler Begriff Ihrer Arbeit ist die Klarheit. Ja. Warum ist die Klarheit so wichtig und was verstehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit Ihren Kundinnen unter der Klarheit? Ja, also Klarheit ist definitiv Macht. Ja, wenn ich nicht weiß, was ich überhaupt will, wenn ich mir nicht klar bin in dem, wo will ich denn hin? Was habe ich vielleicht für Ziele in meinem Leben? Was habe ich für Vorstellungen überhaupt von meinem Leben? Dann mache ich ja die ganze Zeit einen Blindflug. Ja, das ist, als ob ich im Nebel auf der Autobahn fahre. Ich fahre zwar, aber ich weiß niemals, wo ich ankomme und wo ich überhaupt hin will. Ja, also viele Menschen, gerade junge Menschen, haben ja auch keine Klarheit in ihrer Berufswahl heutzutage. Ja, dann gehen sie erstmal in eine Findungsphase und verschaffen sich dadurch aber Klarheit durch die Erfahrung. Wenn ich mir aber jetzt als gestandene Businessfrau sage, okay, ich möchte mich vielleicht nochmal verändern, ich möchte nochmal in die Selbstständigkeit gehen, ich möchte vielleicht auch nochmal die Arbeitsstelle wechseln, dann ist es ganz wichtig zu wissen, okay, was will ich, was kann ich, was habe ich vielleicht schon gemacht, wo liegen meine persönlichen Fähigkeiten und wonach ruft mein Herz? Und wenn man da sich klar ist, kann man halt wirklich sich die Ziele setzen und auch auf die Ziele drauf zugehen. Weil nur dann erreichst du natürlich auch das, was du haben willst. Ansonsten, wie gesagt, ist es die ganze Zeit eigentlich ein Blindflug. Oder ein anderes Beispiel, du setzt dich in ein Taxi und sagst zum Taxifahrer in New York, ich möchte da und da hin. Ich möchte irgendwo da hinten hin. Da weiß der Taxifahrer auch nicht, na, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Ja, ich meine, in ein Taxi steigen wir ein und sagen, ich möchte Times Square. Dann weiß der Taxifahrer, okay, ich fahre zum Times Square. Und genauso ist das im Leben auch. Und dadurch brauchst du halt wirklich die Klarheit in dem, was du tun willst, weil du ansonsten irgendwas machst die ganze Zeit, bloß wahrscheinlich nie das, was du eigentlich machen möchtest. Haben die meisten Menschen Klarheit über ihr Leben, über ihr Berufsleben oder nicht? Die sie betreuen. Genau, also mit den Personen, wo ich anfange mit Arbeiten, genau das ist ihr Thema am Anfang, dass sie halt nicht wissen,
wohin sie wollen. Also sie haben weder Klarheit in ihren Lebensbereichen, weder im Job, noch in der Partnerschaft, noch überhaupt in ihren Finanzen. Das ist ja sowieso meistens so ein riesengroßes Thema. Noch in der Familie. Also die machen wirklich größtenteils einen Blindflug. Ja, dadurch zieht sich natürlich vieles hinterher. Also wenn du keine Klarheit hast, haben sie meistens auch keine Strukturen. Ja, also sie machen den ganzen Tag, wie gesagt, irgendetwas, nur nicht das, was wirklich für sie hilfreich wäre. Und sie verlieren den Fokus. Und dann passiert halt das, dass sie aus dem Leben rauskommen, dass sie sich gerade im Business, gerade Frauen, sehr, sehr viel annehmen und immer noch was. Und der Chef kommt und du nimmst noch eine Arbeit an und noch eine Arbeit an. Und irgendwann kommt halt dieses Thema mit, sie sind ausgebrannt, sie können nicht mehr, sie müssen eigentlich nur noch funktionieren. Ja, und deswegen ist halt wirklich diese Klarheit einfach, ja, Klarheit ist Macht. In dem Fall. Die Glaubenssätze haben wir schon angesprochen und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, was wir auch schon ganz kurz angerissen haben, was sind denn eigentlich meine Stärken, was kann ich denn gut und was sind vielleicht auch meine Schwächen und da kann ich mich noch so reinarbeiten. Mhm. Ich werde einfach in diesem Bereich niemals irgendwie top sein, sondern es ist immer viel Mühe. Mhm. Deswegen ist es ganz, ganz großartig, sich eigentlich darauf zu konzentrieren, was ich ganz gut kann. Wie lassen sich denn diese Erkenntnisse, die ich mit Ihnen gemeinsam erarbeite und dann irgendwann auch verinnerlicht habe, wie kann ich dadurch eine positive Veränderung herbeiführen? Mhm. Also in meiner Arbeit täglich, da gucken wir wirklich erst mal, also meine Kundinnen kriegen bestimmte Vorgaben, die wir vorher erstmal abarbeiten, damit ich weiß, okay, wer ist meine Kundin überhaupt? Ja, was hat sie für einen Lebenslauf? Also das ist jetzt nicht so ein Lebenslauf wie schreib mir auf, sondern wirklich so emotionale Etappen im Leben. Ja, wir gucken einfach, was hat dich geprägt? Wie war die Familie? Und oftmals sieht man denn schon, wenn man zum Beispiel ein Elternhaus hatte, wo viele Glaubenssätze geherrscht haben, wie zum Beispiel Geld macht nicht glücklich, ja, oder Reiche sind halt über uns, Reiche sind besser. Das sind alles so Dinge, die du als Kind einfach abspeicherst und unbewusst in dir trägst. Und wenn du diesen Glaubenssatz in dir hast, wirst du niemals die Chance haben, viel Geld zu verdienen, weil dein Unbewusstes ja immer denkt, um Gottes Willen, Geld macht nicht glücklich, Geld ist schlecht, beschützt dich dein Unterbewusstsein davor. Ja, also da kommen wir auch gleich zu dem Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein, denn wir dürfen ja wissen, dass unser Bewusstsein nur 5% von dem ausmacht, was wir wirklich wissen. Ja, 95% unserer Systeme, unseres ganzen Seins eigentlich läuft unbewusst ab. Ja, und unser Unterbewusstsein ist einfach nur dazu da, damit wir überleben. Ja, das kommt noch aus der Evolution heraus, dass wir einfach überleben dürfen. Unser Unterbewusstsein ist nicht dazu da, dass wir toll leben, dass wir ein cooles Leben führen. Und genau dadurch können uns solche undienlichen Glaubenssätze extrem in allem zurückhalten. Und wenn wir die aufspüren, zum Beispiel frage ich dann, naja, wie wurde denn zu Hause bei euch über Geld gesprochen? Und dann geht es meistens schon los. Ja, naja, Reiche sind halt dumm oder Reiche sind halt, die kann man nicht mögen oder Geld ist schlecht oder was auch immer für Glaubenssätze. Dann weiß ich genau, ah, okay, da können wir schon mal reingehen. Und dann hat man bestimmte Schritte und bestimmte Tools und Techniken, wo man diese Glaubenssätze auch wirklich wandeln kann. Wo man halt dienliche Glaubenssätze draus machen kann und man halt auch hinterher sofort die Ergebnisse sieht, dass mit dem ganzen Thema ganz anders umgegangen wird. Frau Hoffmann, für wen sind denn Ihre Coachings geeignet? Wer kann davon profitieren? Richten Sie sich hauptsächlich an Frauen oder dürfen sich auch Männer bei Ihnen melden? Also ich habe durchaus auch Männer in meinem Coaching. Ja, aber hauptsächlich begleite ich halt leidenschaftliche Businessfrauen oder die es halt gerade werden wollen. Ja, dabei wirklich in Klarheit, Struktur und Fokus zu etablieren, damit sie halt in ihrem Business wirklich starten können. Ja, das ist halt so das Haupt. Männer habe ich auch dabei. Das ist natürlich, ist ja nichts anderes. Deshalb darf man sich ein bisschen drauf einstellen. Aber das ist halt so der Hauptfokus, zu gucken, okay, wie kann ich denn mein Business starten? Wie kann ich denn hochkommen? Oder wie kann ich zum Beispiel auch den Job wechseln? Also es sind nicht nur Frauen, die von ihrem Job in die Selbstständigkeit gehen, sondern auch hauptsächlich welche, die vielleicht sagen, ich möchte einfach jetzt mit 40er, ja, ich möchte mich verändern. Ich spüre, ich möchte was anderes machen, ich weiß aber nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo, was ich machen kann. Und die begleite ich auch und da schauen wir ganz genau uns die Themen an. Und das geht dann halt relativ schnell, dass die dann auch das finden, was sie sich wirklich wünschen. Das ist schön. Haben Sie sich auf bestimmte Branchen spezialisiert oder beraten Sie branchenübergreifend? Nein, also ich berate durchaus branchenübergreifend. Mhm. Natürlich, dadurch, dass ich jetzt auch im Coaching-Bereich und Coaching-Segment unterwegs bin, berate ich gerade viele Coaches oder die es werden wollen, aber auch ganz viele selbstständige Damen, die jetzt in der Kosmetikbranche
beschäftigt sind, die sich jetzt nochmal verändern wollen, die das, was sie sowieso täglich machen, ja mit Kunden, Kontakt und Kunden reden, halt sagen, okay, ich hebe das, was ich eh schon mache, einfach aufs nächste Level und biete vielleicht noch eine Leistung mehr an, nehme ich halt auch dieses ganze Paket, sich vielleicht dann auch nochmal mit der Frau zu unterhalten, wo es da die ein oder andere Herausforderung gibt. Welche Transformationsprozesse können Sie denn beobachten, wenn Sie Menschen beraten und vielleicht so ein ganzes Stückchen auf dem Weg begleiten? Können Sie so ein bisschen erzählen, also natürlich ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber gibt es da irgendwie so wirklich auch ganz krasse Veränderungen, wo sich jemand vielleicht jahrelang nicht getraut hat, auch eine Führungsposition zu übernehmen und dann auf einmal richtig durchgestartet ist? Vielleicht können Sie da so ein, zwei Beispiele verraten. Ja, also ein Beispiel habe ich zum Beispiel eine Klientin mit Panikattacken und Angstzuständen, die in meinem Coaching war, mit der ich begleiten durfte. Die war im Lehramtsstudium. Gerade hat auch Antidepressiva genommen. Ich meine, das ist halt auch immer sowieso so ein kleiner Sonderfall noch. Und wir haben halt miteinander gearbeitet und es war wirklich so, dass sie nachher gestärkt da hervorgegangen ist, konnte auch ihre Prüfungen ohne Probleme ablegen, wo sie wirklich massive Angst vorher hatte, diese Prüfungen auch davor zu versagen. Da haben wir dran gearbeitet. Ansonsten habe ich halt auch Unternehmer, die halt schon mehrere Mal versagt haben, ja, wo halt dieses Thema hochkam, was nicht gelöst war, die jetzt halt in ihrem Coaching-Business auch locker sechsstellige Jahresumsätze fahren, ja, oder halt jetzt gerade auch Businessfrauen, die sagen, ich traue mich nicht, ich habe da eine Zurückhaltung, ich war jahrelang angestellt, ja, ich hatte immer einen Chef, hatte immer einen Vorgesetzten, wie kann ich denn mich überhaupt selbst dahin bringen, ja, oder meine Mama hat mich immer klein gehalten, also es gibt auch viele diese Elternthemen, die dann damit reinspielen, oder mein Papa wollte das nie, dass ich sichtbar werde, dass ich mich zeige, dass andere Leute mich sehen. Ja, und da darf man halt wirklich ansetzen und da kann ich mit meinen Tools und Techniken, die ich erlernen durfte, halt sehr, sehr gut weiterhelfen und da erzielen wir auch schon richtig gute Erfolge. Schön, freut mich total, das zu hören. Und es ist natürlich immer schwierig, von einem gewohnten Bereich herauszugehen, sich was Neues zu trauen, was zu starten. Manchmal fühlt man das aber schon relativ lange in sich und es ist so eine andauernde Unzufriedenheit und es ist ganz großartig, dass Sie diese Menschen dabei begleiten. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich auch.